Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwan und willkommen zu einem neuen Adventskalender-Auspack-Video. Heute bin ich wieder als Wednesday verkleidet, denn wir packen den Wednesday-Adventskalender aus. Ui, toll. Ich konnte es gar nicht glauben. Es gibt wirklich einen Wednesday-Adventskalender. Gewöhnt euch bitte nicht daran, dass ich jetzt in jedem Adventskalender-Auspack-Video irgendwie verkleidet bin. Letztes Mal hatte ich ja den Brautkalender ausgepackt, da war ich eine Braut. Und bei Wednesday kommt... Das liegt auf der Hand. Da muss ich mich als Wednesday verkleiden. Und als eigene kleine Challenge habe ich mir jetzt vorgenommen, in diesem Video so unenthusiastisch wie nur möglich zu sein und nicht zu blinzeln. Aua. Dieser Adventskalender ist von der Marke Cine Replica Store und kommt vermutlich aus UK, also Großbritannien, und kostet 34,90 Euro. Und somit können wir auch wirklich sagen, es gibt von allem mittlerweile einen Adventskalender. Ich finde diesen Kalender vom Design richtig schön und ich finde, der ist gut verarbeitet, zumindest von außen. Doch bevor das Video startet, muss ich einmal sagen, dieses Video ist gesponsert. Was passiert mit mir? Oh, sorry, ich hatte gerade eine Vision, dass dieses Video von NordVPN gesponsert ist. Leute, ich sag euch, wie es ist. Die meisten Kalender findet man nur noch online. Und jedes Jahr opfere ich meine Daten und bestelle über 20 Kalender. Aber ganz ehrlich, muss das jeder wissen. Mit NordVPN ist dieses Jahr meine Internetverbindung verschlüsselt und abgesichert. Denn so richtig sicher fühle ich mich nicht immer in Zeiten von Hacking und perfektionierten Phishing-Mails. Bei NordVPN ist der Bedrohungsschutz mit dabei und kostenlos. Der schützt meine Geräte von bösartigen Links und Viren in Download-Dateien ab. NordVPN sorgt dafür, dass alle meine Online-Aktivitäten mit den über 500 VPN-Servern privat, sicher und anonym bleiben. Das Ganze geht denkbar einfach mit einem Klick über die App. Wobei ich alle meine Geräte mit NordVPN vor Viren oder schädlichen Websites und schützen kann. Und falls es mal langweilig werden sollte in Nevermore, kann ich ganz einfach auf alle meine Streaming-Plattformen zugreifen. Oder allgemein auf Entertainment, was mir sonst nicht zur Verfügung steht. Schaut einfach in der Videobeschreibung vorbei und gönnt euch mit meinem Link einen ordentlichen Rabatt bei NordVPN. Und ein unbezahlbares, sorgenfreies Sucherlebnis. Ich glaube, das war's. Ich muss wieder zurück. Ich nehme das mit der Qualität dieses Kalenders zurück. So öffnet sich das Türchen. Ich kann es nicht weiter durchziehen mit dieser Sad Mood. Wir machen jetzt das erste Türchen auf und das funktioniert schon mal ganz furchtbar. Also der Kalender öffnet sich überall, nur nicht an der Schnittstelle, wo es vorhergesehen ist. Habe ich hier jetzt schon was kaputt gemacht? Was ist das für ein Papier? Wow. Das hat sich ja schon mal toll geöffnet. Ich meine, gut, der letzte Kalender hat 70 Euro gekostet. Dieser kostet 34,90 und wir haben mehrere Türchen. In Türchen Nummer 1 befindet sich... Ja, okay. Ein Wednesday Christmas Tree Anhänger. Die Schnur hätte ein bisschen größer sein können, aber ansonsten. Ja. Es ist natürlich hier die billigste Ware, aber es ist halt cute. Es ist Weihnachten und Wednesday. Zwei Sachen, die Hand in Hand funktionieren. What's next? Ich hoffe, das war nur ein schlechter Start und die anderen Türchen lassen sich mega gut öffnen. Nee, das ist ja kacke. Also so schlecht hat sich noch nie ein Kalender öffnen lassen. Seht ihr das? In all den Jahren habe ich das noch nicht erlebt. Das ist so ein unbefriedigendes Öffnungsgefühl. Seht ihr das? Ist das kacke? Es hat ein bisschen gedauert, aber wir haben unseren Nevermore-Kugelschreiber. Ein süßer Fanartikel zu Wednesday. Oh, der schreibt richtig gut. Oh. Der schreibt richtig satt. Ich meine, es hat jetzt nicht die höchste Qualität, ne? Das ist jetzt hier, aber ist ein cooler Stift. Ich kann es nicht glauben, dass es draußen 30 Grad hat und ich hier mit einem Strick-Wollpulli sitze. Okay, Türchen Nummer 3 lässt sich jetzt mega gut öffnen. Ah, mein Gott, ist das unbefriedigend. Ach, ew, warum ist das so klebrig? In Türchen Nummer 3 befindet sich nichts. Ja. Oh, das ist bestimmt durchgerutscht. Ja, von außen wirkte der Kalender wirklich sehr hochwertig. Auch ein toller, hochwertiger Druck und so. Aber das hier ist gerade wieder einfach nur eine absolute Shitshow. Fangen wir weiter mit Türchen Nummer 4. Türchen Nummer 4 ist leer. Das macht doch schon wieder keinen Spaß. Was ist denn das? Türchen Nummer 5. Türchen Nummer 5 ist leer. Oh mein Gott. Das hatten wir echt noch nie. Ich habe eine Allergie gegen Bullshit. Kommen wir zum 6. Türchen. Nikolaus, was erwartet uns da? Und ich weiß, was wir alle bis jetzt dachten. Ja, das ist halt leer, weil es runtergerutscht ist. Das ist unten. Kann ich eigentlich so Leute dann auch verklagen? 4 leere Türchen hatten wir gerade in einer Reihe. Türchen Nummer 7.
pass auf, Vanessa, du machst den Inhalt kaputt. Ja, wenn da kein Inhalt ist. Oh, hier ist Inhalt. In Türchen Nummer 7. Das kann sein, dass ich das gerade gewesen bin. Nein, doch. Nevermore Socken. Ja, Socken ist so ein Standardding im Adventskalender, ne? Da macht man nichts falsch. Und es sind ja so Fanartikel zu Weihnachten. Türchen Nummer 8. Ist es lustig? Guckt mal, hahaha, das ist schon wieder leer. Wie cool. Wieso? Ich glaube, das ist der schlimmste Kalender bis jetzt. Von allen Kalendern, die wir aufgemacht haben, ist das der schlimmste Adventskalender. Türchen Nummer 9. Was? Wenn das mal bei der Befüllung ein Türchen nicht reingemacht wird. Okay, das ist scheiße, aber es passiert. Wir sind bei Türchen Nummer 9 und ich habe 3 Artikel. 10. Schon. 11. Was ist das denn bitte für ein Scam? What the hell? Stop it. 13. Ja! Oh mein Gott, ist das iconic. Dieser Artikel gefällt mir echt, weil ich mir den hier gerade fürs Video hingestellt habe. Damit ich meinen Pony immer so schön. Das ist ein ganz normaler Kamm. Es aussieht wie ein Butterfly-Messer, habe ich noch nie gesehen. 14. Leer. 15. Mein Gott, ist das geil. Ist das geil. 16. 17. Wir müssen dieses Projekt hier an dieser Stelle abbrechen. Das hat keinen Sinn. Ja. 24. Ih, der stinkt nach Plastik. In den Beutel. In der 24. Oh mein Gott. Und hier hat sich das verklebt mit dem Ding. Oh mein Gott. In der 23 ist natürlich... Guckt euch das an. Das ist so zugeschweißt. Und da ist einfach nichts drin. Hä? In der 19 war aber noch was drin. Eine Tischdecke. Und noch ein Produkt. In der... 22. Ein Magnet. Okay, zählen wir mal die Artikel. Also, wir hatten 24 Türchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich wurde gescammt. In 24 Türchen waren 7 Artikel drin. Ich kann es nicht glauben. Hier seht ihr, was drin sein sollte. Ein Paperclip. Microfiber Cloth. Measurement Tape. Magnet Bookmark. Dicker. Ein Pin. Metal Bookmark. Woven Patch. Coaster. Paper Door Hanger. Necklace. Eraser. Bouncy Ball, Memo Pad, Mirror. Ich sag mal so, wenn diese Sachen, die da drauf sind, auch so drin gewesen wären, dann wäre das ein 34,90 € Adventskalender. Das ist halt so ein bisschen Ramsch. Aber wenn man jetzt Wednesday-Fan ist, dann ist es auch Ramsch, den man ganz gut verwenden kann. Und viele Sachen ist ja auch dann für die jüngere Generation bestimmt ganz interessant. Wie zum Beispiel ein Radiergummi oder eine Kette mit einem Sarg drauf. Oder ein Popsocket. Ein Wednesday-Popsocket. Die größte Frage für mich ist einfach nur... Ja! Yeah. Was mache ich denn jetzt? Kann ich den so zurückschicken? Kommen wir erstmal zu meinem Fazit dieses Adventskalenders. Also, der sieht ganz toll aus und ich finde die Artikel, die da waren, teilweise echt toll. Zum Beispiel dieser Stift. Und es ist ein bisschen komisch, dass da nur 7 Türchen befüllt wurden bei 24 insgesamt. Und ansonsten ist dieser Kalender der größte Scam. Und ich kann nicht mal ein schlechtes Wort verlieren, weil ich das Gefühl habe, ja, ich kann nicht mal sauer sein, weil es so absurd ist. Das übersteigt die Absurdität, die wir in diesem Format jemals hatten. Oh mein Gott, stellt euch mal vor, eure Schwester, Cousine, keine Ahnung, Onkel, wer auch immer, ist totaler Wednesday-Fan. Und dann denkt ihr euch, ich schenke der Person einen Wednesday-Adventskalender. Oh, wird die sich freuen. Und dann wird er einfach in fast jedem Tag nichts drin sein. Das muss so deprimierend sein. So sieht's aus. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.